Ich vertrete hier mit dem halben Rhein-Sieg-Kreis den schönsten Wahlkreis der Bundesrepublik. Ein wichtiges Thema für uns ist Bonn-Berlin. Da geht es darum, in Bonn ministerielle Arbeitsplätze zu erhalten und den UNO-Standort zu stärken. Dafür will ich mich auch mit den Kollegen der anderen Parteien weiterhin stark machen, damit das gut erhalten bleibt. Zweites Thema für mich, ich würde sehr gerne die ICE-Verbindung zwischen dem Rheinland und Berlin verbessern, damit wir da eine schnellere Verbindung haben und die Flüge von Köln nach Berlin dann eben auch obsolet werden. Dann wird es darum gehen, immer dann, wenn vom Bund auch Geld für die Kommunen, für Unternehmen, für ehrenamtliche Zwecke gegeben wird, da auf dem Kiviv zu sein und auch zu sorgen, dass hier unsere Kommunen berücksichtigt werden. Treibhausgasemissionen führen zu Klimawandel mit zum Teil dramatischen Folgen. Und deshalb müssen wir unsere Art zu wirtschaften und zu leben ändern, und zwar schneller als bisher. Zwei Dinge brauchen wir dafür. Wir brauchen sehr viel saubere Energie in Form von sauberem Strom und in Form von CO2-frei hergestelltem Wasserstoff. Dafür müssen wir die Potenziale in Deutschland noch besser nutzen, Photovoltaik, Wind an Land und auf See. Aber wir brauchen auch Energieimporte. Statt Öl und Gas müssen wir dann eben diesen sauberen Strom und sauberen Wasserstoff importieren. Auch da laufen schon die Vorbereitungen. Zweiter Punkt ist, wir müssen unsere Technologien ändern. Es gibt schon den grünen Stahl ganz ohne Treibhausgasemissionen. Wir brauchen neue Antriebstechniken, neue Speichertechniken. Daran arbeiten unsere Unternehmen sehr kreativ und auch mit Förderung des Bundeswirtschaftsministeriums. Wenn wir beides zusammennehmen, dann schaffen wir das Klimaschutz plus Erhalt unseres Industriestandorts und Erhalt der guten Arbeitsplätze. Das ist der Weg, das kriegen wir hin. Und letztlich, ich will einfach Vertreterin des Wahlkreises sein. Ich will Ihre Argumente, Ihre Anliegen mit nach Berlin nehmen, damit es da gute Entscheidungen gibt.